das nächste Mal jemand etwas Negatives über euch sagt oder euch einredet, ihr seid irgendwie schlecht oder dumm oder habt irgendwas nicht gut genug gemacht, dann möchte ich, dass ihr an dieses Gedicht zurückdenkt. Ach so, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende, heute möchte ich euch ein sehr ekeliges, aber auch sehr unterhaltsames Gedicht vorstellen. Das Gedicht heißt Die Lästerzungen von Paul Zech und es basiert auf ein Gedicht von François Villon. In diesem Gedicht geht es um die Lästerzungen, die Neinsager, Leute, die nur Negatives zu sagen haben über andere Menschen, wie man im Englischen so gut sagt, Hater. Und ich muss auch gestehen, ich bin ein Perfektionist. Und als Perfektionist habe ich immer die Angst, dass Leute Negatives über mich sagen. Ja, deswegen bin ich Perfektionist. Deswegen möchte ich immer alles komplett perfekt machen und ohne Fehler und all sowas, damit auch ja niemand sagen kann, Marco, das hast du jetzt aber schlecht gemacht. Oh, das war aber nicht gut. Ja, aber das ist eine ganz unbegründete Angst, denn selbst wenn die Leute das sagen, dann ja, na und? Ich mache weiter, was ich mache. Ja. Ich lasse mich doch nicht von dir beeinflussen. Ja. Du bist eine Person, die nur Schlechtes zu sagen hat. Ja. Da werde ich mich nicht drum kümmern. Und meine Erfahrung war bis jetzt, und gerade also auch danke an all die Leute, die mir Feedback gegeben haben bis jetzt, es war eigentlich entweder positiv und echt total toll, oder wenn es negativ war, dann war es immer sehr konstruktiv, ja. Also echt mal möchte ich mich auch total bedanken bei euch. Ihr gebt mir immer richtig gutes Feedback, ja. Lob oder wirklich konstruktive Kritik, die mir dabei hilft, diesen Kanal und diese Webseite Authentic German Learning besser zu machen. Insofern sollt ihr nicht braucht ihr euch nicht angesprochen zu fühlen, aber für Leute, die wirklich nur Negatives sagen, für die ist dieses Gedicht. Und ich möchte, dass wenn das nächste Mal jemand etwas Negatives über euch sagt oder euch einredet, ihr seid irgendwie schlecht oder dumm oder habt irgendwas nicht gut genug gemacht, dann möchte ich, dass ihr an dieses Gedicht zurückdenkt. Also, ich werde euch dieses Gedicht jetzt vortragen. Die Lästerzungen von Paul Zech. In Kalk, noch ungelöscht. In Eisenbrei, in Salz, Salpeter, Phosphorgluten. In dem Urin von rossigen Eselsstuten. In Schlangengift. Und Altweiberspei, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren, in eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt, im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt, in Stacheln, einem Igel ausgerissen, im Regenfass, drin schon die Würmer schwimmen, krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen,
die des Nachts wie Feuer glimmen, in Pferderotz und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret, in Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenschen, um sich kalt zu halten, in all dem Schmotter, der zurückbleibt in den Spitzen und den Spalten. Wer hätte nicht durch solchen Schied hindurchgemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen, um den Bottich voll zu machen. Gebt auch den Arschgeruch von einem Schwein hinein. Und hat's 4 Wochen lang gegoren? In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren. Ja, das war das Gedicht. Vielleicht hätte ich euch mehr vorwarnen sollen, dass es wirklich ganz eklig ist. Aber ich denke, es ist ein unterhaltsames Gedicht. Und ja, wie gesagt, ich möchte das nächste Mal, wenn irgendjemand etwas Schlechtes über euch sagt oder sagt oder negative Kritik hat, ohne irgendwie konstruktiv zu sein. Ja, wenn jemand sagt, ihr seid dumm oder ihr habt Fehler gemacht oder all sowas, denkt an dieses Gedicht. Denkt daran, in diesem Saft sollen die Lästerzungen schmoren. Ja. Falls das Gedicht nicht so verständlich für dich war, also die Botschaft ist, man soll all die ekligen Sachen nehmen, an die man nur denken kann. Man soll die in einem Topf tun, einen großen Bottich, einen großen Behälter und dann in diesem Saft, ja, also in diesem Gebräu, in dieser Flüssigkeit soll man die Lästerzungen reinwerfen. Und ja, ich hoffe, das war unterhaltsam für euch. Ich hoffe, es war nicht zu eklig für euch. Und ich hoffe, es war auch sehr inspirierend. Okay, das war's für mich für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.